Willkommen zurück. So. Gebufft bin ich auch. Dann können wir ja eigentlich losgehen. Nach oben. In Warnes Turm. Aha. Kiste. Was? Bänderpanzer. Gold. Also sowas Unwichtiges wie ein Bänder. Alter, ich dachte gerade, das wäre was. Das wäre es hier gewesen. Wäre ein bisschen armselig für nichts. Was erwartet mich hier? In erster Linie erstmal nichts, außer eine Falle da rechts gesehen. Ganz schön große Räume hier. Oh, eine Tür. Oh, eine Falle. Tommy? Du bist dran. Yep, schon erledigt. Ach, ist das ein schönes Gefühl, wenn man Sklaven hat? Yep, schon erledigt. Der bestätigt das sogar. Gut. Huch, Warnes Golem. Ich spüre in den Schutzstein. Ihr, was? Ihr könnt passieren. Aha. Eindringling, geht Alarm. Ja, ist dann halt so. Warum erst sagt er, ich kann passieren und dann greift er mich an? So, als würde der Zoll sagen, du kannst durch, aber wir nehmen trotzdem was ab. Tommy? Halte deine Sand. Hier, lass das. Yep, schon erledigt. Ich kann mit dem Rücken die Tür öffnen. Das kann ich, das ist gut. Komisches Glitzern natürlich im Spiel. Ich dachte gerade, das wäre offscreen, ja. Ich dachte gerade, das wäre nicht im Spiel. Rechts irgendwie so ein Schutzstein. Warum haben die in Kisten Gold gelagert? Danke, Bär. Bär, lass mal Tommy durch. Meine Fresse. Manchmal möchte ich ihn wegschicken. Yep, schon erledigt. So. Die Tür. Schau ich mir gleich an. Wieso Kampf? Eine Falle. Tommy rennt direkt dorthin. Yep, schon erledigt. Na klar. Gleich direkt verschlossen. Warum haben sie verschlossene Truhen hier? Und denn nur 5 Gold drin. Da muss das. Das muss. Oh. Hier ist ein Alarmgong. Ich will mich hüten, den zu schlagen. Hier ist, glaube ich, auch nur einer, ne? Also ich habe bisher das O. Mein Glaube verhelfe mir zum Sieg. Das
war wahrscheinlich der, den ich gesehen habe. Schon erledigt. Yep. Schon erledigt. Schutzstein habe ich aber, ne? Wird wahrscheinlich Solomons Ring sein oder so. Ein Kupferring, Rindenhaut. Dann gehen wir mal rein. Oh. Ist ja nicht das ein Labyrinth. Heilige. Gleich mal ein Hammer der Götter direkt hier rein. Jetzt auch angreifen. Wir wollen Bier für Belohnung. Ja. So, Tommy, kommst du mal? Jetzt hängen die da ehrlich fest. Ich glaub's nicht. Und ich muss den. Die hängen da ehrlich fest. Ich auch. Wo ist Tommy? Tommy ist weg. Wegen dem Scheißbären kann ich mich übrigens auch kaum bewegen. So, Tommy, du gehst jetzt dahin und machst jetzt die Falle. Geh aus der Ecke raus. Speichert überhaupt, sonst passiert noch ein Unglück hier. Leck mich doch. Ja, Tommy kommt sowieso nicht, also Bär mach. Du hast freie Bahn. Du bist so schlau da hinten. Was? Irgendwelche Wurststände. Na klar. Boah, bin ich froh, dass der Bär hier ist. Mein Angriff hat keine Wirkung. Oh, bedrohliche Musik. Ich habe eine Kiste angegriffen. Die üblichen Vampirpfeile. Ein Crit heilen, das ist schön. So. Führt's uns denn hier hin? Ah, direkt hier, gut. Geht ja hier wieder hin. Da haben wir noch einen Raum, soweit ich weiß. Den geht es nach oben. Magische Barrieren. Interessant. So. Hier ist ein Portal. Oh. Hm. Ah, doch mehr getroffen, als ich dachte. Nieder mit den Halblingen! Hier, das ist ein Schädel, das ist so sinnvoll, sinnfrei. Da braucht man gar nichts machen. Einfach nur Schädel sammeln. So, dann ist eine Falle. Tommy wird sie hoffentlich sehen. Tommy? Tommy? Ernsthaft? Mach die Falle.
mit Fallen umgehen. Also irgendwie hat das gerade wehgetan. Warum? Planänderung. Wir greifen die Truhe an. Leute, folgt mir. Oh, Mensch, die brauchen immer so ewig. So, Bär, greif an. Das war eine sehr, sehr heftige Falle. Deswegen... Mann, gut, ich habe einen Bären dabei. Na klar. Dummy wird die Tür öffnen. Yep, schon erledigt. Und dann... Ernsthaft? Ey, Schrottschurigen? Dafür ist hier eine Todesfalle plamontiert. Ey, ich verliere das Vertrauen in die Thronen mit Fallen. In dem Spiel selbst. Das Spiel hält Schurigen für so wichtig, dass es Todesfallen da dran klebt. Aua. Ich raste eh gleich. Gut, ja. Ich raste jetzt. Mensch. Wer klebt denn Todesfallen da dran? So. Monster herbeizaubern. Segnen. Feuer. Weisheit. So, dann gucken wir doch mal, was da drin ist. Im Namen der Götter seid ihr hereingekommen. Ich werde euch vernichten. Der Elf strahlt das Selbstbewusstsein einer Person aus, die noch nie besiegt worden ist. Herausforderung unmöglich. Oh, da hat Tommy mal erstmal richtig fett Schaden gemacht. Das schreit gerade so nach Gebet. Ich habe meinen Bären weggeschickt, das finde ich nicht gut. Ich brauche noch einen Bären. Gerade weil ich Gebet zauber, ey. Alter, er macht einen Schaden. Glaube ich, schluck mal eben einen Trank. Meine Fresse, jetzt trinke ich gleich noch mehr. Tommy, du hast auch Durst. Tommy, du hast Riesendurst. Darf ich mal einen Hammer der Götter? Nicht weiter an. Ihr habt mich besiegt. Och, ist ja schön. Vielleicht war ich zu voreilig, euch anzugreifen. Bitte nehmt meine Entschuldigung an. Vielleicht solltet ihr mir lieber ein paar Fragen beantworten, bevor ich zu Ende bringe, was ihr begonnen habt. Ich würde euch gerne eine Gegenfrage stellen. Warum seid ihr in mein Heim eingedrungen? So funktioniert das nicht. Ihr antwortet auf meine Fragen oder ich töte euch. Welche Fragen habt ihr? Welche Fragen habt ihr? Ihr habt keinerlei Nutzen für mich. Sterbt. Ja, später vielleicht. Ja, Tommy geht da hinten. Wenn er uns jetzt tötet, dann, okay. Wer seid ihr? Ich bin Varnef, ein Mann mit fundiertem Kenntnissen der magischen Künste und einem nicht unbeträglichen beträchtlichen Ruf. Ich gestehe nur ungern ein, dass ihr mich geschlagen habt. Meine schwachköpfigen Freunde werden mich so manchen Scherz auf meinen Kosten erlauben. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr mich nicht getötet habt. Nehmt diesen Schutzstein und dann lasst
Dann lassen euch meine Diener in Ruhe. Sollen wir mal ihn am Leben lassen? Ja, ich werde mal was ausprobieren. Ihr dürft auch angreifen. Die Explosion hat mich auch fast mitgenommen. Der hat einen riesen Feuerschaden durch... Oh cool, ich habe ihn desintegriert. Er hat einen Elfenumhang, das ist schon mal Geld wert. Er hat auch einen Zauberstab dabei. Beschwörungsraumschlüssel. Cool. Hey, er braucht Erfahrung, das ist gut. Okay, so behalten wir es. Ich benutze den Schlüssel und dann gehen wir rein. Uiuiui. Gefällt mir hier schon mal über. Oh. Mephits gibt es in den unterschiedlichsten Formen und Gestalten und sie verfügen auch über die unterschiedlichsten Fähigkeiten. Diese Kreaturen der Elementar- und Quasi-Elementar-Ebene haben nur eines gemeinsam. Sie sind chaotisch und lieben die Zerstörung. Also genau wie ich. Und übrigens... Tomi hat mich gerecht, das finde ich gut. Jo, in der nächsten Folge würde ich sagen, ne? Ich raste mal eben und dann machen wir sie platt. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.